Der Budget für 2025 steht vorgestellt genass, hat enorm flott Zahlen. Das sind alle ein Budget, die noch, wo der Sozial der Mittelpunkt steht. Und die Leute, die mich kennen, die werden wissen, dass den Triple S, den Gilles Roth hat und morgen erklärt hat, dass der Besatz, was mir ganz besonders gefällt. 47% von den Ausgaben sind für das Sozial, da kriegen die Leute geholfen, die da meisten brauchen. Da das mit der Mindestlohn, den steuerbefreit wird, gehen, das hat man zu denen, dass man Kindergeld bezahlen an der Höhe von 1 Milliarde. An alle Guten, die Primen, die darüber raus nachkommen, bei 1,5, bei 1,6 Milliarden, wird beweist, dass wir für eine Familienpolitik stehen, die wichtig ist und notwendig ist, dass die Leute geholfen kriegen. Dasselbe ist gesagt, in einem Wohnungsbau, wo wir auch da am Gang sind, die Eden an die Lüge zu setzen, wo Zinsen zurückgegangen sind bei den Prägen, dass ihnen auch da die Leute noch weiter helfen. Und dann auch die Investitionen bleiben höchst, der beweist das gute Budget. Und dafür wird noch höchstwahrscheinlich, so ein sehr kein Geheimnis, ob Zustimmung von der CSV fällt.